Abkühlung mit Hexenschrumpeldei. Hey und hallo, liebe Freunde von Hör mal zu aktiv, dem Kanal für aktive Hörspiel-Nerds. Und genau die schauen wahrscheinlich bei diesem Video zu, wenn uns Herr Stumpfenstiel begrüßt, ja, frech wie immer. Und ich habe mir heute mal die Mühe gemacht, um mal dieses Cover der Hexe Schrumpeldei mal so genau angeschaut. Und da habe ich wirklich Sachen entdeckt, die ich seit 40 Jahren nicht gesehen habe, wie zum Beispiel diesen Teufelskopf hier, der sich hier am Stuhl festklammert, ja. Und was habe ich noch entdeckt? Ja, den Schriftzug natürlich, der ist unverkennbar. Unser Männchen hier, ja, der Musikus, der Dirigent von der Europa-Jugend, das kenne ich auch alles, ja. Und bevor ich zur Hauptprotagonistin komme, ja, eigentlich ist es ja die hier. Denn das ist die kleine Schrumpelmai, die da mit ihrem Besen und diesen Schlappen hier schon wieder abdüst und abzwitschert irgendwohin. Und ich habe mich schon immer gefragt, wie kann die oder wie schafft die das, dass sie ihre Schlappen nicht verliert? Ja, das ist ja auch so ein Ding. Und dann gehen wir hier weiter. Wir haben hier eine richtig tolle Flasche, ja, wie aus so einem Labor. Einen Mörser, ja, den braucht man nicht nur, um Tabletten klein zu malen, sondern da kann man auch Hexenkraut drin irgendwie brauen. Und was haben wir hier noch? Das sind aber fiese Hände. Die halten eine Hokuspokus-Glaskugel fest. Und in dieser Hokuspokus-Glaskugel kann man sehen, was in dem kleinen Ort los ist. Wie hier zum Beispiel, ja? Hier, was steht hier? Bäckerei, muss ich jetzt genau gucken. Und hier stehen die Leute an, hier scheint es leckeres Brot zu geben und Semmeln und Kuchen, ja, das scheint total lecker zu sein. Und gleich neben dieser Hokuspokus-Glaskugel und diesen furchtbaren Händen steht auch schon wieder hier eine Sanduhr. Eine richtig tolle Sanduhr, in die der Sand reinrieselt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und auch hier oben drauf, Hilfe, sitzt ein kleines Teufelchen. Vielleicht ist der sauer, dass die Zeit so verrinnt und vergeht. Kann ja durchaus sein, ja. Und im Zentrum dieser Schallplatte, dieses Motivs von Herrn Möller, ja, der diese tollen, tollen Covers gezeichnet hat, vielleicht finde ich ja irgendwo sein Signet, mal schauen, haben wir die alte Hexe Schrumpeldei. Also erstmal, ja, damals gab es noch keine Teleskopprothesen oder ähnliches. Das bedeutet, die hat wirklich hart zu beißen an dem Brot bei zwei Zähnen. Da würde ich echt aufpassen. Dann hat sie ein widerliches Haar, beziehungsweise zwei schwarze lange Haare, die aus einer Warze herausgehen. Ja, das Kinn könnte von Kirk Douglas sein. Ja, der hat auch so ein Grübchen. Rote Haare in dem Alter, Respekt, Hexe Schrumpeldei. Eine Nase, die sehr ausgeprägt ist, nochmal Warzen, und zwar einmal hier und nochmal unter dem Nasenloch. Sehr unappetitlich, ja. Eine Brille, ja, so eine, wie nennt man die? Nickelbrille. Zwei große, wache Augen, ja, die ganz schön böse auch gucken können. Sind die grün? Natürlich, Hexen haben grüne Augen, ein ziemliches Gestrüpp an Augenbrauen. Und natürlich, jede Hexe braucht ja ein Kopftuch, ein Hexentuch, und damit man dann auch als Hexe erkannt wird. Das hat schon ziemliche Flicken, wie ihr hier seht, ja. Da wurde oft geflickt, geflackt. Und das ganze Bild, ja, ist nun hier diese schöne Schallplatte. Und viele von euch werden jetzt zum ersten Mal das eine oder andere gesehen haben. Und genau deswegen mache ich solche Videos, dass man sich mal wieder so richtig vertieft. Und wer kann denn schon von sich sagen, hier am Mörser habe ich schon immer diesen kleinen Teufel gesehen.
Ich gebe ehrlich zu, der ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich die Kamera anhatte und habe dieses ganze Coverplattenbild mal abgefilmt. Und das ist doch so schön, dass wir nach so vielen Jahrzehnten immer noch Sachen entdecken. Oder hier dieser Rauch. Wo bin ich hier? Ja, dieser Rauch, der ist mir nie aufgefallen. Dieser Dunst, der unter der Achsel von der Hexe Schrumpeldei rauszieht. Hier, also ich glaube, die braucht mal wieder ein Deo. Ja, das macht's doch aus, dass man einfach sagt, wow, ich vertief mich mal wieder drin. Und hier haben wir natürlich die Rückseite. Die ist jetzt nicht so spannend, aber als Kind haben wir auch hier natürlich alles durchgelesen. Ja, das war der erste Blick. Das ist wie wenn heutzutage so eine Tussi über so eine Nobelmeile geht. Was gibt's denn hier? Prada, Dior, Loro Piana und andere Zungenbrecher, ja, More and More und Co. Die gucken auch und ich gucke hier, aha, Peach, Marsberg, Schneider, Greibig, Graf kenne ich nicht, jo, Marianne Kehlau. Marianne, ja, kenne ich, das hier ist ja nur ein Synonym, Hans Meinhardt, ja, und Andreas von der Meden, natürlich, und es ist eine Regie, Heike-Dine Körting, ja, eine Europaproduktion, und natürlich war damals dieser Hinweis wichtig für die Eltern, ja, für die fürsorglichen Eltern, Großeltern, dass es ein Qualitätshinweis ist, eine Platte, eine Kinderserie, die sich durch reizvolle, originalgetreue Hörspielform, bestechenden Stereo und bekannten Schauspielern als Sprechern und einwandfreie Aussprache und künstlerisch überzeugende Gesamtgestaltung auszeichnet. Das bedeutet doch für die lieben Kleinen, dass sie keinerlei Schaden nehmen, wenn sie die Hexe Schrumpeldei hören. Hahaha, manche hatten ja doch irgendwie Angst vor ihr. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, die Covers sind ja auch nicht ohne. Aber was mich bei der ersten so richtig gefreut hat, ist dieses Papier hier. Habe ich auch erst durch Zufall entdeckt, das hatte ich ganz vergessen, weil ich die Hexe Schrumpeldei sonst eher über Kassette höre, ja. Oder jetzt habe ich ja die Hexe Schrumpeldei Box, dann höre ich das oft mal auf CD. Ist das nicht schön, dieser Daumen für Kinder, okay. Und dann auch ganz interessant, dieser Druck hier, dieser Punktdruck oder wie sich der nennt, das gefällt mir. Also da kann ich auch eine halbe Stunde sitzen und immer wieder gucken und schauen und hoffen, dass es auch euch nicht langweilig wird hier. Finde ich großartig. Pampusch hatte ich, das ist mit Peter Kirchberg und mein Liebling natürlich das Räuberkarussell. Ist für mich natürlich nach wie vor ein Kindheitserlebnis. Pur, ja, also wunderschön, wunderschön. So frech kann nur ein Kobold sein, habe ich erst kürzlich wieder gehört. Momme, der Kobold aus Jentland, herrlich. Und natürlich hier Chill und die Cowboy-Hexe, auch ganz großes Ohrenkino. Das gibt es dann auf der Rückseite. Ja, weitere Empfehlungen. Also das finde ich doch so großartig, die Mühe, die man sich gegeben hat, hier mal drüber zu gehen und mal andere Hörspiele, einfach mal auf andere Hörspiele zu verweisen und zu sagen, hier, wir haben noch mehr und hört doch mal rein. Und es ist alles für Kinder, auch für Kinder über 50, okay. Ja, die Hexe Schrumpeldei ist nach wie vor ein Phänomen. Man kann sie nicht jeden Tag hören, man muss das ja auch gar nicht. Aber man sollte ab und zu mal wieder das Kind in sich rauslassen und sagen, wow, coole Sache, Hexe Schrumpeldei, ich liebe sie. Und natürlich die Schrumpelmei, denn was wäre die Serie, die Hexe Schrumpeldei ohne Reinhild Schneider als pummelige, schusselige Hexe Schrumpelmei? Denn die ist ja noch verpeilter als die alte Hexe. Also das fällt mir immer mehr auf, ja, je älter ich werde und je verpeilter ich bin, desto mehr habe ich eine große Sympathie für die, für Reinhild Schneider hier als, ja, wie sieht denn die hier aus? Also ganz anders als im zweiten Teil. Ja, der zweite Teil folgt natürlich, das zweite Cover demnächst. Ich freue mich jetzt über ein Like, vielleicht ein tolles Kommentar und wir bleiben im Austausch, ihr Lieben.